Ja, liebe Freunde, meine Damen und Herren, Sie werden sich zunächst einmal die Frage stellen, wer ist das da oben überhaupt und warum wird der in den Landtag? Dazu folgendes: Mein Name ist Alexander Langhut, ich bin 41 Jahre alt und als gelernter Handwerksmeister und Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk seit 9 Jahren in einem Handelsunternehmen im technischen Außendienst. Ich bin seit 13 Jahren glücklich verheiratet. Wir haben 2 kleine Kinder. Unsere Tochter ist 4 Jahre alt und unser Sohn in seinen 6 Jahren gerade in die Schule gekommen. Und damit komme ich eigentlich auch schon zu der zweiten Frage, warum ich in den Landtag möchte und welche Motivation mich da antreibt. Dazu habe ich Ihnen zur symbolischen Untermalung ein Bild mitgebracht. Dieses Bild, meine Damen und Herren, das sind meine Kinder. Das sind Ihre Kinder und auch Ihre Enkelkinder. Und ich sehe die Zukunft dieser Kinder massiv unter Gefahr. Und diese Kinder, meine, Ihre und Ihre Enkelkinder, sind meine Motivation, warum ich in den Landtag möchte. Wenn man dann einmal überlegt, wo die Motivation herkommt, das macht mich wahnsinnig, wenn ich bedenke, dass Bund, Länder und Gemeinden mittlerweile über einen Schuldenstand von 2,1 Billionen Euro verfügen. Das sind 2.100 Milliarden Euro Schulden, mit denen wir diese kleinen Menschen in ihr noch so junges Leben starten müssen. Allein Nordrhein-Westfalen hat da einen Schuldenstand von 144. Der zweite Punkt, eigentlich noch wichtiger, ist die Umwelt meiner Kinder. Und wenn ich von Umwelt spreche, dann rede ich nicht davon, ob der CO2-Anteil in der Erdatmosphäre etwas höher oder niedriger ist. Und ich rede auch nicht davon, ob die Erdtemperatur Plusgrad oder Minusgrad hat. Die Umwelt unserer Kinder, meine Damen und Herren, das ist der Kindergarten, das ist die Schule, der Schulweg, die Schulklasse und das direkte Wohnung. Und nochmal, ich sehe dieses direkte Umfeld, die Umwelt unserer Kinder unter massivsten Beeinträchtigungen. Ich gebe Ihnen da ein Beispiel. Ich habe eben erwähnt, unser Sohn ist vor 2 Wochen in die Schule gekommen und er kam am zweiten Tag fast den Tränen nahe nach Hause. Und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, ich sag, was ist denn los? Hast du dich doch so darauf gefreut? Und da hat er mir erzählt, dass er von seiner Freundin weggesetzt wurde und saß dann zwischen 2 Kindern, mit denen er sich nicht mal mehr unterhalten konnte, weil sie nicht verstanden haben. Und wenn man dann hört, es gibt in zum Beispiel Essen, gibt es eine Schulklasse, die besteht aus 25 Kindern aus 13 verschiedenen Nationen. Meine Damen und Herren, das sind Beeinträchtigungen in der Umwelt unserer Kinder, die die Kinder von nicht verdient haben. Dann komme ich zu einem letzten und einem dritten Punkt. Ich muss sagen, der nimmt mich emotional immer am meisten mit. Und zwar die Frühsexualisierung, über die so viel gesprochen wird. Es gibt Schulgesetze der Bundesländer. Diese Schulgesetze der Bundesländer definieren eine altersgemäße Aufklärung über Sexualität der Kinder. Und das, meine Damen und Herren, werde ich jetzt einmal kurz vorlesen. Ich möchte mich auch weigern, sowas auswendig zu können, deswegen verzeihen Sie mir, wenn ich das ablese. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung definiert zusammen mit der WHO in einer Broschüre altersgemäße Sexualaufklärung wie folgt. Von 0 bis 4 Jahren Aufklärung über Selbstbefriedigung. Von 4 bis 6 Jahren Aufklärung über Homosexualität. Von 6 bis 9 Jahren Aufklärung über Gefängnisverhütung. Von 9 bis 12 Jahren Aufklärung über Genderorientierung. Und ab 12 wird dann der erste Sex empfohlen. Und das dann auch noch gleich mit einer Aufklärung darüber. Und das, meine Damen und Herren, das macht mich krank.
hat sinngemäß gesagt, konsequent ist derjenige, der das, was er liebt, auch wagt zu beschützen und zu verteidigen. Ich kann die Zukunft meiner und unserer Kinder nicht alleine retten. Das möchte ich aber und ich möchte dafür kämpfen, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Das möchte ich tun in einer starken und geschlossenen AfD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, als Familien- und Bildungspolitiker und in erster Linie als Lobbyist für unsere Kinder. Vielen Dank. Ich bin in dieser Runde, in unserem Rat, auch im Schulausschuss. Wir haben da auch einen Antrag gestellt seinerzeit. Da gab es damals die Frage, ob eine zweite Gesamtschule eingeführt wird. Wir waren als einzige Fraktion mit diesem Antrag unterwegs. Das wäre, ich sag mal, gefühlsmäßig müsste man erstmal so eine Grundsicherung erstmal wieder hinbekommen. Weil das, was momentan ist, ist gefühlt, es geht halt mit dieser Frage bei meinen Sohn durcheinander. Und das grobe Gerüst erstmal wieder dahin zu stellen, muss man entstanden. Das wäre mein erstes Ziel. Ja, hier haben wir keine Frage, dass auf der Seite nochmal eine Frage kommen könnte. Herr Rüdiger Lukassen, Reisverband Holzkirchen. Vielen Dank für Ihre Situationsdarstellung, die ich voll und ganz teilen kann. Ich möchte mich aber mal Vorredner anschließen und konkret zu einer Aussage, die Sie getätigt haben, in einer Klasse von 25 Schülern, 13 verschiedene Nationen, ich nehme an, dabei auch Deutsche. Wie gehen Sie als Landtagsabgeordneter, und ich hoffe, dass Sie bis dahin nicht krank sind, wie Sie es auch beschrieben haben, wenn man das gesund als Landtagsabgeordneter in den Landtag geht, wie ändern Sie das konkret? Die Menschen, die jungen Leute, die Schüler sind da. Ja, auch das ist eine berechtigte Frage. Das hängt auch damit in Gegebenheiten zusammen, die man vor Ort vorfindet. Und wenn man natürlich eine Klasse hat, oder so wie ich das beschrieben ist, dann muss man natürlich mit den Gegebenheiten umgehen, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber man muss die Gegebenheiten anders anpacken, als wo es momentan gemacht wird. Man muss also nicht Kinder in eine Klasse setzen, die sich von vornherein nicht verständigen können, weil dann eigentlich das Thema Integration von vornherein mindestens erledigt ist. Und da muss man halt schauen, was man vorfindet und dann entsprechend handeln. Dann kann man das über Klassengrößen steuern, man kann das über ausgelagerte Kurse steuern, da gibt es zig Möglichkeiten, wobei das natürlich als Fraktion dann auch erstmal erarbeitet werden muss. Dritte Frage auf dieser Seite. Ratze, mein Name, Kreisverband Hagen. Mich würde interessieren, wo sehen Sie persönlich Ihre Stärken und Schwächen und wie wollen Sie eine AfD-Fraktion im Landtag bereichern? Okay. Muss ich kurz nachdenken. Also als Stärke würde ich vielleicht bezeichnen, mein Papa hat auf meiner Hochzeit oder auf unserer Hochzeit gesagt, dass er seinen Sohn kennt und dass er das, was er sich in den Kopf setzt, auch schafft. Und das würde ich als eine meiner Stärken durchaus sehen, dass ich, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, das auch hinkriege. Ich kann gut zuhören, würde ich auch noch als Stärke sehen. Andere Meinungen sollte man sicherlich zulassen. Ja, als negativ würde ich sagen, dass man halt unbedingt dadurch, dass man mit dem Kopf auch manchmal durch die Wand möchte, auch in gewisser Weise ungeduldig ist. Und darf ich ja nicht zu viel sagen. Ich esse gerne Schokolade. Vierte Frage. Wickenich, Kreisverband Köln, bin selbst auch Lehrer. Wollen Sie die Inklusion rückgängig machen und zum Beispiel das Förderschulsystem stärken, im Hinblick auch darauf, dass zu uns kommende Migrantenkinder, die kein Deutsch können, zuerst mal in Förderschule gehen, dort ihre Qualifikation in der Sprache erwerben und dann ins reguläre Schulsystem eingegliedert zu werden? Also, wie das, was ich meine, das Gleiche sehen.
Also wenn Sie fragen mich, ob ich das auch so hätte, ja, gerne. Ich sehe das als eine der Möglichkeiten an. Weil ich sehe es, wie gesagt, in meinem eigenen Brot, dass es unter diesen Gegebenheiten so nicht funktionieren kann. Und es gibt gerade vor zwei, drei Tagen gelesen, dass das gemängelt wird, dass wir eine Verrohung der Sprache auch haben. Und das kommt natürlich dadurch auch in der von 25 Kindern 13 sitzen, die der Sprache nicht so mächtig sind, wenn sie zumindest auch so artikulieren oder so kommunizieren, dann ist das eine der Möglichkeiten. Die letzte und fünfte Frage. Sie haben eben gesagt, dass Sie zum Dreiklinik-Schulsystem zurückkehren wollen. Könnten Sie einen ganz langen Zug aufhören? Ja, okay. Also, Sie haben eben gesagt, dass Sie zum dreigliedrigen Schulsystem zurückkommen wollen. Wo besorgen Sie sich die Informationen über die dann ankommenden Unterrichtsinhalte? Man kann ja nicht sagen dreigliedrig und hat keine Vorstellung, welche Unterrichtsinhalte man ändert. Es gibt ja verschiedene Stile des Unterrichts. Also, im dreigliedrigen Schulsystem war es, und ich habe gelernt, der 50% von Frontalunterricht. Ich denke, dass man sicherlich mit der Zeit gehen muss, einen reinen Frontalunterricht schwer durchzusetzen. Ich denke mal, dass es die Mischung dann machen würde. So wie momentan, dass sich in Gesamtschulen dann Kinder tummeln, die sich aussuchen, welche Klassenarbeit sie gerade schreiben, ob der Schwierigkeitsgrad gerade passt oder nicht passt. Das hat mit Unterricht und mit dem Ziel, Kinder auf ein bestimmtes Niveau zu heben, eben dann nichts mehr zu tun. Herr Hoffmann, zwei Stimmen. Auf Herrn Rainer Peitz 122 und damit auf Herrn Alexander Lassitz 218. Herr Lassitz ist gewählt und wir können weitermachen. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht bin ich einzige Minute mit den Klatschen warten. Herr Alexander Lange, und ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen. Jetzt müssen Sie klatschen.